um zu überleben. Schau, Senti. Ich werde dich zerstören. Und wir müssen versuchen zu überleben. Komm her. Stimmig hier. Aber Freunde, ihr seht es, wir haben hier heute verschiedene Blöcke, die wir benutzen können. Um zum Beispiel ein kleines Sandex-Haus zu bauen, um uns da drin zu verstecken zu können. Oh ja. Und was baust du da, Mann? Ich schreibe meinen Namen. Ach so. CC? Ja, ich lerne gerade noch das Alphabet. Und hier haben wir auch übrigens so ein Anti-Stecken drin. Damit können wir uns nach oben teleportieren, falls mal was ist. Aber Leute, ihr seht, wir müssen uns jetzt so schnell es geht einbauen, um vor bösen Kreaturen zu überleben. Ich würde sagen, wir können ja mal einen Shop kaufen. Ich habe mir hier so eine Rüstung gekauft und hier gibt es auch Kreaturen. Es gibt verschiedene Kreaturen, Leute. Und ich würde sagen, wir kaufen uns erstmal ein paar Punkte, damit wir bessere Blöcke bekommen, Leute. Und falls wir jetzt eine Kreatur sind, können wir jetzt ein Halloween-Creeper sein. Und natürlich haben wir noch ein paar Punkte. Damit können wir uns, oh mein Gott, Alter, einen Halloween, oh mein Gott, Waffe kaufen. So, warte mal. Wie kann ich die ausrüsten? Und, Leute, man kann hier sogar extrem noch spezielle Fähigkeiten sich kaufen. Okay, ich kaufe mir mal ein paar Mal TNT, rüste das aus, das Item. Dann kaufe ich mir noch eine Geistkugel. Keine Ahnung, was das macht. Und gleich werden wir uns noch ein paar Blöcke kaufen, Sandy, okay? Yeah, ich bin fertig mit meinem Namen. Guck dir das mal an, das Meisterwerk. Alter, warte mal. Ich will hier mir noch kurz was kaufen. Kann ich mir eine Deutschlandflagge... Jo, ich habe eine Deutschlandflagge mir gekauft. Keine Ahnung, was die bringt. Oh. Kannst du platzieren? Ach, du hast ja den Rücken. Alter, wie cool. Okay, hier steht Sentex. Let's go. Yeah. Ich muss sagen, der ist ein bisschen komisch, der Name, aber naja, ein bisschen komisch geschrieben, muss ich ja sagen. Ja, sorry, oder? Dass meine Mama mich so genannt hat. Aber Sandy, komm, komm mal mit. Wir müssen hier nach oben. Komm mal hier, nimm den Ball und dann spring und benutze. Ach so, es geht schon los, oder wie? Ja, wir müssen die ganze Zeit schon bauen. Wir haben nur, 3 Minuten noch. Nee, ich glaube, wir haben gar keine Minuten, weil alle skippen. Ja, oh, das bedeutet... Ich dachte, dass wir einfach nur... Ja, ich dachte, dass wir nur... Benutzt diese Kugel, Sandy, nicht bauen, dann können die Creeper hoch. Also den Turmsturz ein. Ja, der andere. Benutzt die Kugel. Ach so, genau. Ja, okay. Und dann stell dich hier hin, guck mal hier. Wo bist du? Hier auf der anderen Seite. Ich bin da geflogen. Stell dich hier rein und dann skippe immer. So, genau, mit der Kugel. Und dann bist du ganz oben irgendwann. Und Alter, ich würde sagen, wir müssen jetzt hier unsere Skybase bauen. Junge, wenn das hier einstürzt, ne, dann fällt alles auseinander. Vor allem, guck mal, wir haben nur noch 50 Sekunden, ne? Wir bauen die Skybase. Wir bauen die Skybase. Die Skybase vom Himmel. Und, warte mal, ich habe sogar einen Glowstone-Block. Ich habe sogar Eisenblöcke. Jeder Block ist natürlich anders, besonders gut. Also, ich glaube, der Eisenblock ist wahrscheinlich am stabilsten. Ja, oh nein, ich bin runtergefallen. Also, Eisenblöcke sind natürlich stabiler als so Holzblöcke. Und ja, Cobblestone ist jetzt auch nicht das Beste. Deswegen würde ich nächste Runde auf jeden Fall noch mal ein paar Blöcke kaufen, Leute. Aber ich werde mich auf jeden Fall hier gut verteidigen. Ich habe ja auch eine gute Waffe, Sandy. Ich dachte schon, du hast keine Haare mehr bei mir. Jung. Was? Natürlich habe ich Haare. Und keine Ahnung, du alle sind oben, wirklich. Die ganze Runde ist fast hier oben. Alter, ne? So, okay. Jetzt kommt es natürlich drauf an, Freunde. Wer wird in 8 Sekunden... Oh mein Gott, ich komme mit rüber. Ich glaube, da drüben ist man sicherer. Wer wird jetzt ein Monster? Und ich hoffe nicht du. Und oh mein Gott, nicht bewegen. Was passiert jetzt? Ich bin ein Monster. Nee, ich bin doch keins. Ich bin ein Mensch. Ich bin ein Mensch. Jo. Boah, hey, guck mich mal an, Alter. Jo, was hast du da? Ich habe Rüstung und mir eine dicke Sense gekauft, Mann. Alter Schwede. So eine Geisterkugel. Und ich habe TNT. Warte mal, soll ich mal TNT? Ja, dann stürzt sich alles... Wow. Oh, der ist da unten, siehst du den? Ah, okay, warte mal. Ich könnte ihn auch angreifen, ne? Übrigens, oben steht, es gibt 28 Menschen und 6 böse Menschen. Oh ja, 6 Creeper, guck dir die mal an, Alter. Die haben hier so einen Bunker gebaut. Und Sandy, keine Sorge, ich werde uns verteidigen. Und die Creeper können natürlich sich in die Luft sprengen und machen nach und nach unten alles ein wenig kaputt, ey. Oh ja, und wenn die einmal den Turm zerstören, alles wird auseinanderfallen. Und schau mal, Sandy, Alter, wir haben unten unsere Minecraft-Liste. Wir haben 10 Herzen und ich habe 7,5 Rüstungspunkte. Guck mal, sprengt das jetzt weg, siehst du den? Oh mein Gott, warte, oh mein Gott, Alter, echt mal. Der will das Kobelsturm wegsprengen. Ah, nee, der schafft das nicht, oder? Oh sprengt er jetzt dieses Ding weg? Weiß es nicht, was sein Ziel ist. Ja, ich glaube, er wird sich gleich. Er sprengt den Menschen weg. Guck mal, er verfolgt den. Alter, und noch ist aber keiner drüben. Und sind die da drüben? Es gibt immer noch 6 Menschen, also 6 Kreaturen. Noch läuft die Zeit für uns. Ja, wir können mal auf der anderen Seite nachschauen, was hier so abgeht. Wir gehen mal auf die andere Seite. Und was denkst du? Wirst du eine gute Kreatur oder eine böse Kreatur Alter, sein? Warte, guck mal, ich schub sie runter, Oh, ja, du fällst aber fast selber runter, ne? Alter, da unten, es gibt jetzt 7 Creeper schon. Wow, Leute, ich höre hier nur noch Explosionen. Aber die Creeper können natürlich auch sterben. Hey,
Alter, der sieht aus wie ein Verkäufer. Jo, hallo, verkaufen Sie irgendwas? Was möchten Sie kaufen? Ich hätte gerne einmal ein Schwert und ein Schild. Sandy, das ist kein Verkäufer, glaube ich. Jo, der steht aber hier okay, so rum irgendwie. Traust du dich einmal runterzuspringen? Ich trau's mir nicht. Warte mal, okay. Let's go! Oh, du hast Damage bekommen. Damage. Wie viel? 5 Herzen. Alter, was? Okay. Ich verstecke mich ja bei der Schrift. Lädt dein Herzen auch wieder auf? Ja, die regenerieren okay. Wieder. So, ich bin jetzt ganz unten. Ich bin hinter meiner Schrift. Okay, wo bist du? Oh mein Gott, bei mir ist ein Creeper. Komm her! Renn, ich will ihn angreifen! Und, oh mein Gott, wir müssen natürlich aufpassen, der darf sich nicht hinter vor uns... Hinter dir. Oh mein Gott, Alter, die sprengen sich alle hoch. Sandy, wir müssen irgendwie auf deine Sentex-Dings kommen. Ja. Oh Gott, oh Gott. Alter, ich habe ihn übel gut getroffen. Und, oh. Ich komm! Er explodiert. Ja, ich habe ihn getötet! Ja, da kommt noch einer mit deinem Schwert. Oh. Wow. Alter, ich hab's gerade so überlegt. Oh mein Gott, ich hab 2 Herzen. Sandy. Okay, warte mal, ich hab so eine Kugel, ich aktiviere die mal und... Hä? Was macht die? Alter, wie OP! Das ist ein Schutzschild, oder? Du bist tot. Ah, das ist ein Okay, die werden geblendet und... Leute, ich regeneriere kaum mein Leben. Ich habe nur noch 1,5 Lebenszeit. Ich versteck mich kurz hier hinten. Oh nein, die spawnen hier. Okay, Sandy, wir haben ein Riesenproblem. Ich habe keine Rüstung. Ja, das ist mir auch gerade ganz Hilf egal. Hilf mir! Nee, Mann! Boah! Nein! Sandy wurde in die Luft gesprengt und... Leute... Wir haben beide nur noch, oder ich habe auch nur noch 2 Leben. Ich kann mal probieren. 3 Minuten sind es übrigens noch und... Oh mein Gott, ich weiß aber gar nicht, welcher Creeper du bist. Ich bin der böseste Creeper, den du dir vorstellen kannst. Und bam! Yeah, ich habe wieder einen besiegt. Und oh, wir haben nur noch 2 Herzen. Warte mal, was ist, wenn ich jetzt hier unten bleibe? Ich hoffe, mich sieht hier keiner. Leute, ich bin jetzt hier erstmal gut versteckt, ja? Bitte lasst mich alle in Frieden. Wo bist du denn? Ich bin hier versteckt, Mann. Ich muss Herzen regenerieren. Boom, ich habe einen zerstört. Oh mein Gott, echt? 10 Creeper gibt es schon. Ich weiß nicht, wenn du tot bist, ist man dann für immer tot? Hey, wie meinst du? Also, wenn ich jetzt einen umschnitze mit der Sense. Nee. Alter, das ist ja übel OP und... Oh nein, hier ist ein Creeper. Vitamine! Nein! Alter, du hast mir nichts getan. Du hast dich nur selber in die Luft gesprengt. Hä, also? Ja, du hast mich nicht getroffen. Ich stand in dir. Ja, nee. Wow, Leute, ihr seht's, was hier gerade abgeht und... Bam! Okay, der sprengt sich in die Luft und... Alter. Leute, das ist hier ein richtiger... Jo, einer schießt einen feinen Bogen auf mich. Ey, versuch mal oben das Ding zu kaputt zu machen, dass die alle runterfallen. Ja, ich probier's gerade. Blöcke, die sind aber richtig stabil unten. Alter, okay, warte mal, ich geh nochmal da hin. Wir haben jetzt 3,5 Herzen, Leute. Wir regenerieren ganz, ganz gut. 2 Minuten müssen wir es nur noch schaffen. Und ich meine, der größte Creeper und Gegner ist natürlich Santi. Ja, wo bist du denn, kleiner Alter, Mann? Ich bin gerade hochgeklettert. Ich bin bei meinen anderen Freunden. Oh mein Gott, oh, der Turm. Oh, er bröckelt langsam. Guck mal, ich bin auf diesen Cobblestein. Der hat einen Bogen, der kann mit Bogen schießen, Alter. Ja, der schießt auf mich, die mit dem Bogen von oben, wie unfair. Warte mal. Geil, und wir sind hier oben drauf und, oh mein Gott, ich sehe dich. Du springst da gerade, bam, alles hoch, Alter. Ist er umgefallen? Nee, noch. Oh, er bröckelt. Noch stehen wir stabil, ich glaube, bist du das da? Ja, ich bin hier unten. Ja, ich bin genau über dir. Genau Warum über da dir. Runter? Schau mal da unten, Sandy, du kannst ihn holen. Da, vor dir, links, du kannst ihn... Du hättest den holen können. Ich will den Turm wegspringen. Ja, okay. Hä? Die schweben, die Blöcke. Weil die noch mit den anderen Blöcken da hinten verbunden sind. Jo, das ist ja unmöglich dann. Alter, na doch, du musst einfach nur alle töten, alle Blöcke. Und ich bin runtergefallen. Nein. Wow, warst du das? Nee. Alter, ich habe nur noch 2 Herzen und ich werde dich. Ich bin tot. Ich seh dich. Und boom. Oh mein Gott, ich habe noch ein Leben. Hey, wie hast du es überlebt? Bam, nimm das, Creeper. Leute, ich habe jetzt nur noch ein Leben. Keine Ahnung, durch meine Rüstung oder so. Und komme ich hier nochmal raus? Bitte, Leute, ich muss hier irgendwie hoch. Oh nein, oh nein. Letzte Minute. Oh nein. Komm, eine Minute noch. Kann mir vielleicht jemand helfen, Leute? Und oh nein, jetzt sind wir natürlich auch für alle sichtbar. Oh, ich helfe dir. Du musst mir nur sagen, wo du bist. Ich bin auf dem Turm. Alter, die haben mich hier so zugebunkert einfach. Echt? Wow, ich habe ein halbes Leben. Okay. 30, ich bin gestorben. Als ob. Aber Leute, jetzt... Hä? Ich habe immer noch ein halbes Leben. Ah, jetzt komme ich als Kreatur und ich habe die Halloween-Kreatur. Ja! Guck mal, die 3 hier unten sind halt zugebunkert. Okay, warte, ich komme da hin. Wir haben noch 20 Sekunden Zeit und manche sprengen... Oh mein Gott! Der ganze Turm ist umgefallen. Alter, alle sind runtergefallen, Sandy. Oh ja, ich hab's gesehen. Oh mein Gott, schaffen wir vielleicht noch diesen einen hier umzuschnitzen? Der Bunker, der Bunker. Zündung und bam, ich hab ihn getötet. Alter, wie cool. Let's go. Okay, 20 Creeper gegen 11 Menschen. Und damit haben die Menschen gewonnen. Als ob, Junko, der ganze Turm ist einfach eingestürzt. Alter, aber Sandy, jetzt will ich mal gewinnen, Mann. Ja, das war aber richtig knapp, ne? In den letzten Sekunden. Yeah. Freunde, jetzt
zeige ich euch nochmal kurz meinen Merch-Shop. Dort gibt es viele coole Dinge, zum Beispiel den Mini-Vitamine, die Sandex- und Vitamine-Hoodies oder auch ganz normale Alltagsgegenstände. Also wenn du noch nicht weißt, was du dir zu Weihnachten, Geburtstag oder Ostern wünschen sollst, schau gerne mal nach dem Video vorbei. Okay, Santi, wo bist du? Bist du nach oben gebaut? Moin, hier bin ich. Wie willst du da jetzt wieder raufkommen? Ja, ich glaube, wir ändern den Plan nochmal. Ich hätte eine Idee gehabt. Aber egal. So, ich gehe mal zu den anderen mit hoch. Oh mein Gott, wir brauchen mehrere Blöcke, mehrere Türme. So, ich baue mich mal. Ist es nicht doof, mit den Loop-Blöcken sich hochzubauen? Ich weiß. Alter, der Turm stürzt hier ein. Was machen die da? Ja, ich weiß nicht. Willst du mit nach oben kommen oder? Ja, ich komme mit. Okay, der Turm ist eingestürzt von denen. Ich gehe hier gerade hier die eine Seite hoch. So. Komm, Sandy. Wir müssen es hier richtig fett bauen. Ja, ich baue gerade richtig, richtig fett. So. Hier bauen wir noch so eine Leiter nach drüben, damit der nicht gleich einstürzt, weißt du? So. Alter, ich kann von ganz unten bauen. Hey, Sandy, was geht? Jo, weißt du noch, als hier ein Turm stand, wo ich gerade stehe? Ja, den hast du, glaube ich, umgehauen, oder? Ich hab einen Block nur platziert und dann ist alles auseinandergefallen. Nein, ich bin runtergefallen. Okay, ich baue hier gerade alles richtig dick. Ich habe mir ganz, ganz viele Blöcke gekauft, Sandy. So, wir bauen das hier sowas von dick, dass hier hoffentlich keiner mehr runterfallen muss. Und Alter, die sind da drüben, Mann. Guck dir die mal an. Da müssten wir eigentlich noch hin zu den anderen. Weiter nach oben? Ja, warte mal. Bauen. Ja, komm. Wenn du kannst. Muss alles miteinander verbunden sein, das Konstrukt. Bau dich mit nach oben. So, wir müssen. Alter, skippen? Ich weiß nicht. Ich muss noch ein bisschen bauen, Leute. Ja, noch ein bisschen. So, komm mal mit, Sandy. Ich muss. Alter, komm ich schon da drüben ran? Nee. So, okay. Oh, du hättest mich fast weggeschubst. Ja, ich chill einfach nur. Warte mal, ich habe noch Eisenblöcke, die könnte ich eigentlich auch unten bauen. Ich komme gleich, Sandy, keine Sorge. Ich baue schon mal weiter. Ich baue bei uns alles so mit Eisenblöcken noch voll, denn die Eisenblöcke helfen natürlich auch noch. Und, Alter, Sandy, guck mal. Warte mal, wo bist du? Ja, beim Weg. Da. Guck mal, ich baue hier unten Slimeblöcke, okay? Falls du runterspringst, musst du auf die Slimeblöcke springen, Boah, das ist smart. Und wir haben einen Weg. Guck mal, ich habe hier ganz viele Spinnenweben gebaut. Schau mal auf den Boden. Oh mein Gott, Junge, was ist denn Ultra-Megaturm? Ja, damit, falls wirklich die. Also, wenn der einstürzt, dann weiß ich auch nicht. Ja, ich komme jetzt nach oben. So, wir müssen uns nur nach oben bauen, Leute. Damit. Oh! Ja, das hat ja super geklappt, Freunde. Los. Und da ist der Turm eingestürzt wieder. Oh nein. Hey Leute, ich komme gerade hier nicht nach oben. Ich muss unbedingt zu Sandy. Könnt ihr mich vielleicht hochlassen? Kannst du dich teleportieren? Ja doch, mache ich die ganze Zeit. Aber ich bin aus Versehen gefehlt. 2 Stunden später. So, und... Moin. Yeah, let's go. Guck mal, was ich auch noch habe. So, zack. Bitteschön. Schönen guten Tag. Und eine Falltür, aber Sandy, ich wäre jetzt vorsichtig bei den Falltüren. Wir kaufen nichts. Lass mich durch, Mann. Ja, Alter, die sind überall Türen. Und hier, Alter, Obsidianblöcke, die können niemals zerstört werden hier als oben, aber... Als ob. Ja, Sandy, es macht halt keinen Sinn, hier oben die Obsidianblöcke zu platzieren. Vor allem die Base ist ja auch unsicher ein bisschen, oder? Eigentlich schon, weil, wie gesagt, ich hätte das unten auf dem Boden bauen sollen, aber Sandy, ich will dir eigentlich gerne mal meine Luxuswohnung zeigen. Ja, hau raus. Ja, warte, ich habe kaum noch Blöcke. So, das ist meine Luxuswohnung. Also, wenn Sie jetzt reinkommen... Warte, kommen Sie rein? Ja, warte, einen Moment. Und klopf, klopf. Moin, kommen Sie rein. Und hier haben Sie meine Toilette. Oh, shit, ist es ein Plumpsklo? Ja. Nicht schlecht. Und ich habe noch... ein bisschen eine kleine Lampe fehlt hier. Guck mal, ich habe ein Gerüst, da kann man einfach drauf klettern. Das habe ich jetzt erst gecheckt. Wie viel ist die Lampe? Die Lampe? Keine Ahnung. Die kostet 2 Euro auf dem Flohmarkt. Ja, chillig. Ja, die gehört mir, die Lampe. Ach so. Oh. Ich habe die platziert, Junge. Aber Sandy, schau mal nach unten. Ich baue gerade noch eine Leiter. Also, falls du Bock hast, kannst du die Leiter benutzen. Ich weiß zwar nicht, ob sie dir was bringen wird, aber sie ist halt da. Ich habe auch noch Eisenblöcke. Schau mal, was ich mache. Ciao. Yo. Na toll, jetzt habe ich ein großes Problem. Ja, ich bin auch unten. Nein, jetzt sind wir uns beeilt, um wieder hochzukommen. Eine Minute, ne? Dann kommen die Creeper-Invasion. Eine Minute, aber ich baue noch ganz, ganz meine letzten Blöcke weg. Leute, das ist die letzte Runde. Ich bin mal gespannt, ob wir es gemeinsam überleben werden. Sandy und ich. Und ich hoffe natürlich, dass ich jetzt keine Kreatur werde, weil ich möchte einmal als Mensch überleben. Stimmt. Stell dir vor, wir haben alles gebaut, nur um gegen uns selber zu spielen. Alter, dann wäre das übel jetzt unfair, Leute. Übrigens, wenn ihr das Spiel selber spielt, dann könnt ihr diesen Code einlösen, dann bekommt ihr 250 Punkte. Ich habe es natürlich jetzt gerade schon gemacht, ich glaube, oder 200 Punkte, keine Ahnung. Ich habe es auf jeden Fall gemacht, Leute, und dadurch könnt ihr euch dann dieses Cape kaufen oder hier so neue Blöcke. Aber jetzt, Sandy, geht es los. Du bist auch am Start, ich sehe es, und jetzt bricht die Nacht ein. Bitte kein Creeper.
Warte, was spawnen die Creeper eigentlich dann hier? Ich weiß nicht. Und ich hab ein Schwert. Ich bin kein Creeper. Ich ja! Mensch, okay. Guck mal, meine Obsidian-Rüstung. Yo. Und ich hab hier, zack, guck mal, mit der Cola kann ich Leben auffüllen. Dann habe ich hier so ein Schild. Da kann ich mit C so blocken. So, weißt du? Ja, aber das und mit den Falltüren ist mir ein bisschen zu gefährlich hier, muss ich soll sagen. Soll ich TNT zünden? Ich glaube nicht. TNT? Nein. Okay, nein, lassen wir lieber. Okay, oh mein Gott, warte mal, die versuchen schon die eine Seite wegzusprengen. Oh mein Gott, ja, ich sehe es, die Creeper da jetzt. Alter, okay. Ja, mit Riesenturm, hier wird hoffentlich keiner hochkommen. Diesmal wird niemand gegen uns gewinnen, Freunde. Probier irgendwie in die Falltür zu locken, dass einer ja, runterfällt. Freunde, lasst auf jeden Fall mal allen Daumen nach oben da. Wenn ihr das gerne mal mit uns gemeinsam zocken wollt, dann können wir mal einen Livestream draus machen. Dann können ich und Zelti mal mit euch das gemeinsam zocken. Und guck mal, ich kann hier so schlagen. Bam! Und mich schützen, weißt du? Ja, bei zwei in einem, nicht schlecht. Ja. Und guck dir mal da unten die Leute an. Die werden gerade voll angegriffen von den Creepern. Voll, guck mal, was der für ein Haus gebaut hat hier. Alter, warte, ich komm. Da ist so ein Klotz in der Luft hier. So, okay, und. Hä? Was ist denn das, Alter? Keine Ahnung. Alter, okay, ist der da unten drinne? Ja, bestimmt. Aber ey, wenn der umfällt, dann ist doch alles umsonst gewesen, oder? Ja, vor allem, Junge, der hat einfach nur so einen Stock so nach oben gezogen. Aber ich glaube, unten hat er richtig gute Blöcke genommen. So, der hat auch Rüstung an und, okay, es gibt, was? 10 Creeper schon? Oh. 4 Minuten, fast 5 Minuten müssen wir überleben noch. Alter, jetzt geht's los. 5 Minuten noch und 12 Creeper schon. Ich glaube, die letzte Runde ging nicht so schnell, oder? Dings, wenn die unsere Turm wegsprengen, ich sterbe nicht an Fallschaden. Ja, das ist es ja. Wir müssen die ganze Zeit aufpassen. Aber ich habe ja unten die Slimes gesetzt, weißt du? Du musst dann auf mein Slime-Pad da fallen. Ja, wow. Ich probier's. Ja, du musst von hier abspringen. Oh, die Creeper kommen. Guck mal unten. Oh mein Gott. Unten. Alter, ich sehe schon. Wenn die machen meine Slime-Blöcke kaputt, dann raste ich aus. Nee, ich glaube, die greifen eher den Turm an. Oh mein Gott, echt mal. Sprengt sich da beim Turm hoch. Oh. Alter, okay. Leute, 14 Creeper sind's. Ich meine, diesmal geht's echt schnell. Sandy, wenn du nochmal das Plumpsklo benutzen willst, dann jetzt. Na, jetzt ist auch zu spät. Aber guck mal, ich trainiere schon mal. Ah, nimm das, Creeper, wow. Nimm das. Weißt du, ich glaube, weißt du auch, wofür die Dings ist? Diese Falltüren, wenn so ein Creeper vor uns wäre, dann könnten wir eigentlich zack das aufmachen und dann fällt er runter. Ja, aber die werden auch im Leben nicht hochkommen. Die werden uns, wenn, dann runtersprengen. Ich wollte gerade sagen, die werden uns natürlich versuchen hochzusprengen. Es leben mittlerweile weniger Menschen als. Oh mein Gott, die eine Seite, guck mal, die ist schon weg. Diese dünne Seite von uns ist weg. Das heißt, wenn die jetzt die andere Seite hier noch hochsprengen, dann fallen wir gleich runter. Okay. Wir müssen irgendwie auf den Schleims landen. Und vor allem, wir sind nur zu dritt hier oben. Warum sind wir nur zu dritt? Wo sind die anderen alle? Ich glaube, einer ist in diesem Klotzlocker drin. Ja, safe. Wer weiß, wie viele da drin sind. Nee, das schaffen wir nicht, hochzuspringen, oder? Nee. Oh Mann, okay. Leute, wir müssen das Beste hoffen. Letzte Minute werde ich auf jeden Fall runterspringen, denn wir haben, wie gesagt, so eine richtig krasse Rüstung. Wir haben ja auch noch ein paar Items. Hier, ich habe ja auch noch mein TNT, ne? Ich könnte auch einfach das TNT noch droppen lassen, ne? Ja, soll ich mal machen? Der Turm, guck, hast du gesehen? Alter, da drüben, ne? Ja. Oh mein Gott. Ist komplett eingestürzt. Warte mal. Oh mein Gott, da ist ein Creeper unter uns. Alter, so, warte mal. Ah, nee, das lohnt sich jetzt noch nicht, nee, oder? Nee, dann springst du selber weg. Ja, okay, ich behalte es noch. 13 Menschen macht der leben da? Noch. Und, Alter, da drüben werden halt gerade alle weggesprengt. Der probiert hochzukommen, ne? Wow, er macht, oh mein Gott, wir hängen nur noch an ein paar Blöcken, siehst du das? Ja. Okay, ich gehe lieber zu meinen Slime-Blöcken in der Nähe. Ja. So, warte mal, von hier könnte ich easy draufspringen, glaube ich. Dann kriegt man keinen Fall-Damage. Und die wollen es halt echt wissen. 2 Minuten 30 noch, Santi, das schaffen wir doch. Oh, ich weiß. Also schaffen sie überhaupt die Schleimblöcke von hier? Ich hoffe, das müssen doch nicht. Wir. Doch, Santi. Glaub an dich. Du glaubst an dich. Du bist ab sofort eine Glaubenskarotte. Jo, guck dir das mal an. Jetzt fällt der Turm da. Als ob. Und, Alter, hey, der ist wie ein Hammer. Ja, ne, Thors Hammer ist das. Oh, okay, ich bin auf den Slimeblock gelandet. Ich bin tot. Das kann nicht sein, Santi. Und, oh mein Gott. Oh nein, oh nein, oh nein. Okay, Leute. Wir haben aber jetzt natürlich noch unser Schild, also, was wir geschafft haben. Naja, ich habe trotzdem Damage bekommen, muss ich dazu sagen. Und okay, bei mir sind schon wieder einige Creeper. Aber ja, ein Creeper fliegt in die Luft. Ich werde jetzt mein Schwert benutzen. Kommt her, ihr blöden Creeper! Als ob alles eingestürzt. Let's go, wir werden dich bam umschnetzeln. Bitte, wie ich bin. Alter, ich hab. Wow! Okay, Leute. Oh mein Gott, ich muss die Roblox-Cola benutzen. Ich hab jetzt ein paar Leben wieder mehr und das TNT! Hat ja immer jetzt gar nichts gebracht. Alter.
Aber mein Schild ist fast kaputt. Nein, es hält aber wirklich komplett die Explosion aus, Sandy. Mein Schild? Ja, komplett hält es die Explosion weg. Noch 6 Menschen und 25 Creeper. Und weißt du, was das Unfaire ist? Ab einer Minute wird angezeigt, wo die ganzen Menschen sind. Ja. Ne? Oh nein. Und oh mein Gott, das tat weh. Sie haben mich echt gut getroffen. Hey, guck mal, weißt du, wer hier unten ist? Komm her. Oh mein Gott, Alter, hier sind so viele. Okay. Komm her. Niemand, ciao! Wow! Du hast mich übel nach oben katapultiert! ich hab's gesehen. Alter, okay, Leute. Wir müssen es schaffen. Letzte Minute. Alle Menschen werden sichtbar und. Oh mein Gott, Alter. Ich bin aber noch am Leben und. Alter, manche sind sogar nach oben. Echt? Ja, siehst du doch. Oh. Ey, echt mal, hier ist ein Kollege bei mir und ich hab mich jetzt auch noch ein bisschen. Ich bin bei den anderen mit oben. Ja, let's go, Leute. Jetzt müssen wir nur noch 40 Sekunden überleben. Ich meine, wir haben noch mein Schild und wir haben noch 5 Leben. 5 Minecraft-Leben, die uns hoffentlich die letzten 36 Minuten überleben lassen mit unserem Oxidarmrüstung. Oh nein, der Turm muss reinstürzen. Oh mein Gott, Sandy, du weißt zum Glück nicht, auf welchem Turm ich bin, oder? Ja, auf dem, wo alle draußen sind, denke ich mal. Ah, stimmt, wir sind eh nur noch 4. Das ist allerdings recht. Und, oh nein, ich sehe es, ihr lasst alles explodieren, aber... Hey, Achtung, jetzt könnte der Turm vielleicht explodieren. Alter, oh nein. Nein! Boom. Oh mein Gott, ich bin trotzdem noch oben, was? Was? Ich bin hier ganz oben, let's go. Oh mein Gott, Alter, keine Ahnung, was passiert und... Okay, ich lebe noch. Der Turm stürzt ein. Ja. Drei Leute leben noch, 3. Mich greift keiner mehr an. Guck mal, hier bin ich. Und, Alter, let's go, 2 leben noch, ich bin immer noch hier oben und... Die Menschen gewinnen! Komm hier! Bam. Was? Nimm das! Ich hab's überlebt! Yeah! Du und noch ein anderer, ne? Ja, let's Nur go! Yeah. Zwei ich Leute. Kann doch den einen Creeper besiegen, oder? Nee, okay, doch! Alter! Let's go! Ich besieg noch den Creeper hier! Weg mit dir, Mann! Wie hast du das denn geschafft? Ja, indem ich einfach ein krasser Profi bin, Alter! Ich bin der Profi! Nicht schlecht! Okay, Freunde! Das war auf jeden Fall wieder mal eine krasse Erfahrung! Denn Sandy und ich sind beide den Creepern entkommen! Naja, gut, Sandy hat mehr für die Creeper gespielt als alles andere, aber naja. Ich habe mein Bestes gegeben. Und, Sandy, magst du uns noch verraten, was das für ein Wort sein soll? Like. Ganz genau. Like das Video, auch wenn das K ein bisschen komisch aussieht von Sandy. Ja. Ist ja auch nicht schlimm. Wir haben es trotzdem überlebt als Mensch gegen die böse Creeper-Invasion. Oh. Wenn ihr jetzt noch gerne mehr solche coolen Videos sehen wollt von mir und Sandy, dann schaut jetzt unbedingt bei meinem besten Freund, den Sandy, vorbei. Der macht echt coole Videos. Also manchmal nur. Dankeschön, mein Fan. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen bei einem neuen Video. Bis dahin, tschüss. Tschüss.